von Fritz Grünbaum habe ich schon vorher kurz gesprochen. Der war wirklich einer der wichtigsten und auch sprachmächtigsten Kabarettisten im Wien der Zwischenkriegszeit. Die Geschichte mit den Doppelkonferenzen habe ich ja schon gesagt. Fritz Grünbaum ist wie so manch anderer 1941 deportiert worden und im Konzentrationslager Dachau umgekommen. Und wir wollen an ihn erinnern und wir wollen Ihnen zeigen, welchen Witz und welche Sprachartistik Grünbaums Texte auszeichnen. Und da haben wir zwei Gedichte ausgewählt. Das erste lese jetzt ich. Da werden Sie staunen, was man alles zu Hühneraugen sagen kann. Die Ode an die Hühneraugen. Mein höchstes Gut sind meine Hühneraugen. Man möchte nicht glauben, wozu die taugen. Sie sind meine Freude, sie sind meine Lust. Ich möchte sie ziehen, wenn ich könnt, an die Brust. Doch weil ich bis jetzt noch kein Schlangenmensch bin, so nehme ich am Fuße sie überall hin. Ja, ich schlepp sie sogar zu den Rendezvous mit, kurz, ich mache ohne Hühnerauge keinen Schritt. Zunächst behüte und pflege ich sie aus einer gewissen Philosophie. Ich denke mir, das Schimpfen hat so keinen Zweck. Durch Schreien ging noch niemals ein Hühnerauge weg. In Dinge, die da sind und niemals verschwinden, muss jeder Kulturmensch sich irgendwie finden und Hühneraugen verschwinden nie. Und das ist die Basis der Philosophie. Man soll nicht naiv von dem Hühnerauge glauben, es sei ihm durch Schneiden das Dasein zu rauben. Denn jeder, der unter dem Glauben gelitten, er könne es schneiden, der hat sich geschnitten, sich selber. Das Hühnerauge aber blieb ganz und leuchtet wie früher in schimmerndem Glanz. Zum Operateur aber gehen wiederum ist logischerweise doch doppelt so dumm. Denn seien wir doch ehrlich, ganz offen und schlicht, ein Hühnerauge nehmen, das kann er gar nicht. Und wenn er es kann, da wird er sich hüten, so gegen das eigene Interesse zu wüten. Denn ein Operateur muss doch gerade den Sinn und Grund seines Daseins erblicken darin, die Hühneraugen zu konservieren. Denn in dem Moment, wo sie nicht existieren und endgültig alle herausgeschält, hat er den Zweck seines Lebens verfehlt. Er wird also trachten, dass immer sie blühen und wie seinen Hühneraugapfel sie hüten. Man komme mir nicht mit den Hühneraugringen. Der Einwand kann mich zum Rasen bringen. Denn nur für den Händler hat so ein Ring Zweck. Die Wirkung ist sicher, die Ringe gehen weg. Doch das, was die Leute so fürchterlich plagt, das Hühnerauge bleibt. Nun, was habe ich gesagt? Die Hühneraugen sind gerade wie die Frau. Man kann sich in Acht nehmen, noch so genau, und wird fast aus Vorsicht des Lebens nicht froh. Aber auf einmal, da hat man's und weiß nicht wieso. Doch wenn man sich dann mit dem Schicksal versöhnt hat und sich resigniert an die Gattin gewöhnt hat, erwacht eines Tages man in freudigem Schreck und siehe, das Hühnerauge ist wieder weg. Vor Wonne errötet man über die Ohren, man glaubt, seine Gattin Gott gäb's schon verloren. Doch wer da vor Seligkeit leichtfüßig springt, so hühnerauge-frei und so leicht beschwingt, der hat sich in schmählichem Irrtum befunden. Das Glück, lieber Freund, zählt höchstens nach Stunden. Denn bricht dir die Frau auch die Treu stets aufs Neue, zum Schluss wird sie immer dir wiederum treu. Und das ist der Refrain unserer Schicksalslieder. Die Frau und das Hühnerauge kommen stets wieder. Drum tritt jetzt an einen vernünftigen Mann gebieterisch die eine Erwägung heran. Es hat keinen Zweck, über Dinge zu weinen, welche naturnotwendig erscheinen. Darum heißt meine Hühnerauge-Philosophie, ich schimpf nicht auf sie, ich bin stolz auf sie. Denn wäre ich nicht stolz auf die Hühneraugen,
dann würde mir das doch nicht viel taugen. Ich müsste genauso sie nehmen in Kauf, also bin ich doch gleich lieber stolz darauf. Außerdem sehe ich auch wirklich nicht ein, warum ich ihnen soll böse sein. Wozu soll ich machen ein finsteres Gesicht? Die Hühneraugen genieren mich doch nicht. Ja, wenn man am Vormittag geht über den Ring, zugegeben, da schmerzt das Ding. Aber wer schafft mir, von 9 bis 10 Vormittag über den Ring zu gehen? Ich kann doch genauso gut bleiben zu Hause. Und sehen Sie, da ziehe ich die Schuhe mir aus. Dann können mir Hühneraugen nichts tun. Die Schmerzen auf der Straße und unter den Schuhen. Doch gehe ich durchs Zimmer, in Strümpfen spazieren. Nur da sollen Sie probieren, mich zu genieren. Nun kann einer sagen, ja, aber vom Haus ruft das Geschäft oft den Menschen heraus. Da muss man doch schließlich hinaus in die Gassen und ist dann dem Hühnerauge-Schmerz überlassen. Denn über die Straße in Strümpfen zu gehen, dazu werden schwerlich sich viele verstehen. Nur das habe ich gefressen, das blöde Gerät. Wer spricht denn von gehen? Wer sagt denn, er geht? Wer kann einen hindern, zum Weg durch die Gassen sich einen Fiaker holen zu lassen? Und sitzt man bequem dann in einem Coupé, tut einem im Leben kein Hühnerauge weh. Ja, macht man die Wege auf eigenen Sohlen, dann kann einem freilich der Teufel holen. Doch wenn einer, gar so ein ärmlicher Mann, dass er sich das Auto nicht leisten kann, dann ist er schon so mit Schmerzen beladen, da kann ihm das Hühnerauge auch nicht mehr schaden. Ich aber schätze das kleine Ding sehr und gebe selbst um ein Schloss nicht mehr her. Denn da die statistische Wissenschaft lehrt, dass irgendein Unglück zu jedem gehört und dass das Malheur keinen Menschen vergisst, weil jedermann irgendwie fehlerhaft ist, so bin ich schon selig und völlig zufrieden, sobald mir kein größeres Unglück beschieden, als dass ich als Anteil am menschlichen Weh ein Hühnerauge hab auf der kleinen Zeh. Zumindesten ist es mir sicherlich lieber als Konkurs oder gastrisches Fieber. Na, und gegen Verluste beim Pferderennen ist ein Hühnerauge noch eine Wohltat zu nennen. Mich könnte sogar selbst der Vorschlag nicht quälen, zwischen dem Hühner- und Frauenauge zu wählen. Selbstverständlich würde ich mit Freuden nur für das Hühnerauge mich entscheiden. Denn nur von dem Letzteren hat man Genuss. Und dies zu erklären, sei für heute mein Schluss. Das Frauenauge will, man soll treu sich erproben. Mit dem Hühnerauge braucht sich kein Mensch zu verloben. Das Frauenauge lügt, doch das Hühnerauge nie. Das ist meine Hühnerauge-Philosophie.